alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten, Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden, mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bild-Zeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom Tabuthema Pornosucht Online-Kongress. Wir haben hier die Silva Schwabe bei mir, die Orgasmusflüsterin, die einzige Orgasmusflüsterin in Deutschland. Genau. Und sie ist bekannt aus TV und auch großen Magazinen, wie zum Beispiel dem Stern, aber auch dem Playboy. Da warst du, glaube ich, mal für ein Interview. Genau. Ja, cool. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Julian. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, zu dem ich wirklich viel zu sagen habe. Sehr cool. Ja, du bist ja unter anderem Hypnotiseurin und hilfst Menschen, mit deiner sanften Stimme in die Eigenverantwortung zu kommen. Durch verschiedene Methoden. Mhm. Und wir werden dich und was du machst jetzt im Verlauf des Interviews noch besser kennenlernen. Die erste Frage: Wie kommst du zu dem Namen Orgasmusflüsterin? Das interessiert mich sehr. Also zum einen bin ich ein unglaublich kreativer Mensch und ich liebe die Sprache an sich. Und ich habe mal ein Interview gegeben bei Radio Gong 96.3 in München und habe von meiner Geschichte erzählt. Ich hatte nämlich selber eine sexuelle, mentale Blockade und wusste jahrelang nicht, wie ich diese lösen kann und habe selber darunter gelitten. Und dann habe ich dem Interviewer, dem Moderator erzählt, ich muss jetzt hier noch was ausmachen, Entschuldigung. Ich habe dem Interviewer erzählt, dass ich eben Menschen helfe, indem ich mit Hypnose und Trance diese Blockaden löse. Da hat er gesagt, dann bist du ja sowas wie eine Orgasmustrainerin. Dann sage ich, nee, eher eine Orgasmusflüsterin. Weil ich nämlich die Suggestionen dem Unterbewusstsein einflüstere, damit das Unterbewusstsein diese übernimmt und die Blockaden lösen kann. Spannend. Und dann, das heißt, es kommen Männer und Frauen zu dir mit unterschiedlichen Problemen. Oft sind das wahrscheinlich auch bei Männern Erektionsprobleme, wo wir dann ja auch direkt im Thema wären. Also ich hatte das zum Beispiel durch meinen krassen Pornokonsum, den ich hatte teilweise, hatte ich richtig Komplexe. Also ich wollte mit vielen Frauen schlafen, so. Das ist natürlich ein Ziel. In der Jugend so war das mein Ziel. Aber wenn es dann zu dem Moment kam und ich kurz vorm Sex war quasi, hatte ich Zweifel und dann habe ich es irgendwie vermieden, so, durch irgendwelche unbewusste Blockaden. Wie häufig ist das denn so, dass Pornos die Ursache dafür sind? Und ja, bei den Leuten, die in deiner Praxis sind, kommt das häufig vor, dass Pornos die Ursache sind? Also die komplette Ursache eher weniger und man muss auch im Alter differieren. Die ältere Generation ist jetzt nicht so pornolastig wie die jüngere Generation. Die jüngere Generation wächst ja mit Pornos auf, sieht sich das an und denkt, so funktioniert Sex. Das hat die ältere Generation jetzt nicht gehabt, sondern die hatten ja nur Bildchen, ne, wo sie dann Selbstbefriedigung gemacht haben und sich dadurch die Lust geholt haben. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass allein nur eine Pornosucht der Grund ist. Die Gründe liegen viel, viel tiefer. Okay, das heißt, oft natürlich auch Probleme in der Kindheit dann schon oder zu wenig Aufmerksamkeit vielleicht, zu wenig Selbstliebe, habe ich so rausgefunden in den letzten Wochen. Sowas wahrscheinlich, gell? Ja, aber auch das Schamgefühl oder Schuldgefühle.
Also wenn ich dann von mir erzähle, ich bin erzkatholisch erzogen worden. Ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, kein Sex vor der Ehe. Und das ist mein Ernst. Das hat sie wirklich gesagt. Und ich bin jetzt Jahrgang 79. Und damals hat meine Mutter noch gesagt, kein Sex vor der Ehe. Ja, das hat die ganze Gesellschaft geprägt, ne? Die Kirche und die ja. geschichtliche Vergangenheit. Das sitzt, glaube ich, so tief, das glaubt man gar nicht. Mhm. Also das waren ja wirklich Jahrhunderte auch dann Verfolgung von öffentlicher Sexualität und so. Ne? Allgemeine Religion, wenn du zum Beispiel Moslems befragst, viele Muslime haben Sex, aber halt nicht den normalen Geschlechtsverkehr über die Vagina, sondern dann anal, weil sie sagen, sie müssen als Jungfrau in die Ehe gehen. Boah. Also Religionen machen den Sex kaputt. Und das bedeutet, dass du halt schon mit einem Schamgefühl aufwächst. Und wenn du es dann machst, hast du auch noch Schuldgefühle. Das war bei mir so. Aber das Thema ist ein bisschen tiefer gehen. Ja, es ist einem nicht so bewusst, wo das herkommt. Ja, ich hatte es auch. Also mein Vater ist auch in einem katholischen Internat groß geworden und hat unbewusst halt die Sachen mitgenommen. Also er ist eigentlich gegen die Kirche und so weiter, aber hat trotzdem diese Sachen mitgenommen und natürlich dann auch in die Erziehung irgendwie reingebracht, obwohl er es gar nicht wollte wahrscheinlich. Ja, vielleicht hat er es auch nicht hinterfragt. Ist das wirklich so? Und wir sind ja Jahrhunderte schon so geprägt, dass Sexualität ein Tabuthema ist. Psch, darüber spricht man nicht. Man macht es auch nicht. Und wenn man es macht, dann wird nicht drüber geredet. Und ich kann wirklich dieses Scham- und Schuldgefühl ganz weit hervorheben. Und das liegt auch meistens wirklich darunter im Unterbewusstsein, wo die Blockaden dann sind. Das heißt, du hilfst den Klienten erstmal zur Ruhe zu kommen und bringst die in einen hypnotischen Zustand, sodass du an ihr Unterbewusstsein drankommst, oder? Genau, ich versetze sie in einen Trance-Zustand. Und Trance-Zustände sind ganz natürliche Zustände. Das heißt, wenn jeder von uns hat einen Trance-Zustand, kurz bevor du einschläfst, das kennst du bestimmt, da dönst du. Das heißt, du bekommst noch alles um dich herum mit, aber fühlst dich irgendwie schon total müde und bist kurz vor dem Wegschlafen, ja? Oder wenn du ein Buch liest und total vertieft in die Geschichte bist, dann vergisst du alles um dich herum. Und nimmst nur noch ganz diffus die Sachen wahr. Oder bei kleinen Kindern, wenn du die zum Beispiel rufst und die sind gerade total im Spiel versunken, die hören dich nicht, weil sie in einem Trance-Zustand ist. Also Trance-Zustand ist quasi ein Fokus auf eine Sache, höchste Konzentration. Und das ist ein natürlicher Zustand. Und deswegen sollte auch keiner Angst vor Hypnose haben. Das ist nur ein künstlich herbeigeführter Zustand, den ein Hypnotiseur dann einleitet. Okay. Und der Name Orgasmusflüsterin kommt dann wahrscheinlich auch, weil du Frauen hilfst, die Blockaden haben, dann zum Orgasmus zu kommen, dass sie sich wieder fallen lassen können im Sex, oder? Ja. Ah, okay. Auch wieder ein Gespür für ihren Körper bekommen, aber nicht, dass du denkst, ich mache jetzt alles nur mit Hypnose, ich bin auch beratend tätig. Also ich kenne mich im Feld der Sexualität sehr gut aus. Ich habe auch teilweise Männer bei mir, die sagen, ich kann überhaupt nicht mit Kondom. Meistens ist dann das Kondom schuld, weil es gibt inzwischen schon passformgenaue Kondome, die kannst du bestellen und dann hast du kein Problem mehr, weil die nicht zu eng sitzen, weil du keine Angst haben musst, dass es dir abrutscht. Viele haben Angst vor Schwangerschaften. Auch Männer haben Orgasmusprobleme, dass sie sagen, zum Beispiel beim Sex gar nicht kommen, weil sie Angst haben, die Frau zu schwängern. Da ist auch schon mal eine Blockade bei einem Klienten gewesen. Der zu mir kam. Oder Männer, die zu früh kommen, die haben ja auch ein Orgasmusproblem. Ja, stimmt. Und da kannst du dann auch quasi ansetzen und mit deinen Techniken helfen. Ja, cool. Und eben auch mit Übungen. Also es gibt auch
bei Männern, die zu früh kommen, die bekommen auf jeden Fall die Start- und Stop-Methode von mir erklärt. Das macht auch jeder Urologe, aber die wenigsten Männer setzen es um, weil du kannst dich selber konditionieren mit dieser Übung. Und es ist vielen Leuten nicht bewusst, dass wir konditioniert sind, eben auch auf Pornos. Ja. Und je früher man damit anfängt, mit dem Pornos schauen, desto tiefsitzender ist das wahrscheinlich. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war, ich glaube, 6 Jahre alt, da habe ich ein Porno bei uns auf dem Dachboden gefunden. Wow. Ja, so 8 Jahre alt, schätze ich mal. Ja, und dann, also mit mehreren Kindern zusammen, und wir haben uns den dann natürlich direkt angeguckt, weil wir neugierig waren. Da war auch direkt ein Fernsehen mit einem Videorekorder, das war noch eine Kassette. Dann haben wir uns den angeschaut. So, das war mein erster Kontakt. Oh, das ist sehr früh. Und das war wahrscheinlich von meinem Vater oder so. Ja. Ja, es ist Wahnsinn, wie früh heutzutage schon Menschen damit in Berührung kommen. Ne? Das war ja früher noch nicht. Und jetzt mit dem Internet ist es ja noch leichter und noch extremer geworden. Mhm. Ja, da hast du wahrscheinlich auch junge Männer mit Erektionsbeschwerden, oder? Ja. Oder wie ist die Altersspanne da so? Also als ich angefangen habe, ich mache ja Hypnose schon viel, viel länger, seit 2012 schon beruflich. Mhm. Ich habe mich aber erst vor 2 oder 3 Jahren spezialisiert auf sexuelle Blockaden. Ich habe mich mal getraut, das zu machen. Hätte ich schon viel früher machen können, aber ich habe auch diesen Prozess gebraucht, mit meinem Thema rauszugehen, und habe dann gemerkt, als ich das im Internet kundgetan habe, kamen viele junge Männer zu mir, die ein Problem mit Erektionsschwierigkeiten hatten und die schon die blaue Pille genommen haben, wo ich mir gedacht habe, hey Junge, du stehst in der Blüte deines Lebens, quasi im Saft, ja, mit 20 bis, von 20 bis 30 hat ein Mann eher weniger Erektionsschwierigkeiten, weil das Testosteron noch sehr hoch ist. Also im Verlauf der Zeit baut sich das ab. Und die haben sich dann selber gewundert und haben gesagt, Silva, kannst du mir bitte helfen, weil ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang Pillen einzuschmeißen. Und denen habe ich erfolgreich helfen können. Weil die haben sich so dran gewöhnt, diese blaue Pille zu nehmen und sich darauf zu verlassen. Also es funktioniert ja auch sehr gut. Aber sie haben selber gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann hat er, also der Klient, sukzessive die Pille weggelassen und wieder mehr Selbstbewusstsein aufgebaut, dass er sich auf seinen kleinen Freund verlassen kann. Und es funktioniert wunderbar. Und ich habe das Ganze unterstützt mit Hypnose und anderen Mentaltechniken. Schön. Wahnsinn, ja. Wird man auch resilient irgendwann gegen diese Pillen, oder? Oder wirken die, also ist das nicht so wie bei anderen Medikamenten, die dann irgendwann nicht mehr so wirken? Also ich kann jetzt keine hundertprozentige Aussage dazu treffen, aber ich kann mir schon vorstellen, so wie du sagst, dass man vielleicht sogar irgendwann die Menge steigern muss. Könnte ich mir vorstellen. Der Körper, ja, auf jeden Fall macht es, ist es, glaube ich, unnatürlich und macht auf Dauer nicht glücklich, wenn man nur eine Pille einschmeißen muss. Ja. Ja. Wahnsinn. Und der Punkt, alte Gewohnheiten ablegen, ist ja auch, kommt ja auch bei deinen Behandlungen immer wieder vor, glaube ich, gell? Ja. Du hypnotisierst zum Beispiel, um das Rauchen abzugewöhnen. Oder ich weiß nicht, ob man da von Hypnose schon sprechen kann. Doch, okay. Auch, ja. Und wie erfolgreich wäre das denn bei einer Pornosucht? Wäre das da auch möglich? Ja. Ja, ne? Genau. Das gehört zu meinem Feld ja mit dazu, die Pornosucht. Unser Gehirn ist ja leider so strukturiert, dass es sehr gerne sich an Gewohnheiten hält. Das heißt, eine Gewohnheit schleicht sich über mehrere Tage ein und du musst es über mehrere Tage ausschleichen. Das ist wie, wenn du mal zum Beispiel mit der linken Hand die Zähne putzt, wenn du Rechtshänder bist und es mit rechts eigentlich gewöhnt warst, dann denkt sich dein Gehirn, oh, okay, irgendwas ist anders, ich kriege diesen Ablauf jetzt gar nicht mehr so gut hin, aber probier das mal, um dein Gehirn ein bisschen zu fordern. Und diese Gewohnheit bei der Pornosucht
also man sollte jetzt nicht von 100 auf 0 gehen, sondern ausschleichen. Und man darf sich weiterhin befriedigen, aber lasst mal das Pornoschauen weg. Also einen Tag mit, einen Tag ohne. Und dann, es kommt schon ein kleines To-Do, schreibt mal auf, was sich anders anfühlt, was anders ist. Es geht nämlich um die Wahrnehmung, was verändert sich. Und bei, jetzt komme ich aufs Thema, wenn du auf Pornos konditioniert bist, hast du immer den gleichen Ablauf. Du setzt oder legst dich irgendwo hin, machst ein Porno an, hast vielleicht deine Lieblingspornos, vielleicht einen flotten Dreier oder Gangbang oder was weiß ich, was man alles so mag. Und dann legst du Hand an oder hast vielleicht sogar Spielzeug dabei. Ich weiß es nicht, Frauen auch, ne? Die sind nicht ausgenommen von der Pornosucht. Mhm. Und es ist meistens immer der gleiche Ablauf. Mhm. Und es ist eigentlich ankonditioniert. Ich setze mich hin, ich lege mich hin, ich mache ein Porno an, ich lege Hand an und dann geht's los. Das heißt, dein Gehirn ist schon darauf konditioniert, auf diese Handbewegung, auf dieses To-Do. Mhm. Meistens hat man sogar den gleichen Platz. Das ist schon ein Bodenanker, NLP-Technik. Verändere deine Gewohnheiten und versuch sie damit auszuschleichen. Weniger Druck zum Beispiel kann auch schon helfen. Ja, also dass man nicht sagt, ich muss jetzt aufhören, sondern ich kann, oder? Ja, du kannst auch. Tut mir gut. Und du veränderst deine Gewohnheiten. Du bist ja schon mit dem Mindset bei mir, dass du davon weg möchtest. Mhm. Und unser Gehirn mag das leider gar nicht, dass du etwas komplett wegnimmst. Mhm. Zum Beispiel eine Rauchentwöhnung mache, dann sage ich nicht, du darfst nicht mehr rauchen, sondern ich, also klar, die gehen dann raus und rauchen nicht mehr, aber sie brauchen einen Ersatz. Und das mache ich vorher klar mit dem Klienten. Was könnte ein Ersatz sein? Meistens ist es bei denen dann das Essen und das versuche ich auch zu vermeiden, weil sonst gehen die ja auf wie ein Hefekloß. Hm. Sondern ich sage, anstatt zu rauchen, trinkst du jetzt viel lieber Wasser. Ich habe eine Klientin mal da gehabt, die hat getrunken wie ein Kamel. Ganz viel Wasser, ganz viel Wasser. Und sie hat gesagt, Silva, das war krass, mein Unterbewusstsein hat richtig nach Wasser verlangt. Und irgendwann merkt dein Gehirn, cool, das Rauchen ist weg. Ich habe einen Ersatz, zum Beispiel Wasser trinken oder Apfel essen oder Kaugummi kauen. Jetzt auf Rauchen bezogen. Und irgendwann merkt dein Gehirn, ich brauche ja gar nichts mehr. Auch nicht mehr so das Wasser. Und dann ist diese Gewohnheit weg. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also man braucht schon einen Ersatz. Was hast du denn gefunden? Ich habe Sport gemacht und bin gerne in die Natur gegangen und habe mich mit Gärtnern beschäftigt. Ja, super. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel meinen ganzen Balkon umgestaltet und Tomaten angepflanzt und sowas alles. Ja, dann hast du noch so Tipps für zu Hause vielleicht, die man sofort anwenden könnte, wenn man jetzt entschlossen hat, damit aufzuhören und vielleicht neue Gewohnheiten zu etablieren irgendwie. Ja, habe ich vorhin schon genannt ein paar. Also zum Beispiel, wenn du immer den gleichen Platz hast für dein Porno schauen oder um zu masturbieren, such dir einen anderen Platz, verändere deine Gewohnheiten. Klingt jetzt vielleicht doof. Nimm mal als Rechtshänder die linke Hand zum Beispiel. Oder wenn Frauen sich immer mit einem gewissen Gerät, Dildo oder Auflegevibrator masturbieren, dass sie mal die Hände dafür nehmen. Dass sie sich mal selber entdecken, dass sie einen Spiegel nehmen und gucken, wie sieht das eigentlich aus. Wir Frauen wissen fast alle nicht, wie wir da unten aussehen. Ihr Männer habt es einfacher, ihr seht euren Penis und wir Frauen müssen da schon mehr Aufwand betreiben. Und dann versucht mal, die Pornos wegzulassen und nur über eure Fantasie zu masturbieren. Macht euch mal Gedanken, regt eure Fantasie an.
Und genau da setze ich ja zum Beispiel mit meinen Hypnose-MP3s an. Hypnose funktioniert ja über Bilder, also über Fantasie. Das heißt, ihr habt keine Bilder, ihr werdet nicht stimuliert von tollen Körpern, von krassen Kameraeinstellungen auf die primären Geschlechtsorgane, sondern ihr hört quasi nur meine Stimme und seid komplett auf euren Körper reduziert und bekommt wieder ein Gefühl für euch. Und darum geht's ja. Sex hat mit dir, deinem Körper, deiner Wahrnehmung zu tun und nicht nur über die Reize außenrum. Du wirst nur von den Reizen außenrum stimuliert, dass deine Lust erwacht. Aber im Endeffekt, das Masturbieren ist ja etwas, was du für dich tust, für deine Wahrnehmung, um dir Lust zu bereiten, um einen Orgasmus zu haben. Ja, ja, das heißt, also Sex ist ja auch mehr als sich jetzt nur berühren und Geschlechtsteile aneinander reiben, sage ich mal. das musst du wahrscheinlich auch häufig bewusst machen, deinen Klienten, oder? Also Pornos bringen einen ja oft dazu zu denken, dass das eher was Physisches ist, sage ich mal, Sex. Richtig. Also wenn ich da ganz, ganz tief reingehe, dann sage ich meinen Klienten auch, beobachtet mal eure Atmung, atmet mal tiefer oder versucht, wenn ihr gemeinsam Sex habt, gemeinsam zu atmen. Also wenn sie einatmet, atmest du auch ein. Das nennt man Pacen, also im NLP. Du pacest etwas, du machst etwas gleich, was der andere in dem Moment auch macht. Damit stellst du noch mehr Nähe her, also noch mehr Intimität. Dann über die Augen geht ganz viel. Wenn du jemanden in die Augen schaust, dann passiert irgendwas Magisches. Ich kann es dir nicht erklären, aber du hast eine Connection, die ist so tief. Und ganz ehrlich, guck dir mal Pornos an und schau mal, wie oft die sich überhaupt in die Augen schauen, die da miteinander Spaß haben. Ganz, ganz selten. Selten, ja. Also das meiste, worauf Pornos abzielen, sind tolle Körper, wilder Sex, viele Stellungswechsel, Gestöhne, also ganz lautes Gestöhne, wo ich mir manchmal denke, ist das jetzt gespielt oder ist das echt? Also bei Frauen vor allem. Und die Männer haben vielleicht nur den einen Gedanken, bloß nicht zu früh abspritzen. Ich muss ja durchhalten, damit wir einen guten Take machen können. Eine gute Aufnahme. Ja, vieles kriegt man ja auch nicht mit. Da ist ja auch viel Vorarbeit und so weiter. Da wird angeblasen zum Beispiel und so weiter. Das, ja, habe ich schon gehört. Es gibt all solche Techniken. Ja, das kommt im Porno ja nicht vor. Und ja, klar, dann denken die Männer, die müssen mehr leisten, wenn die damit dann konditioniert sind. Genau, und da kommen wir schon wieder zu dem Thema, was Männer haben beim Sex mit einer Frau. Wenn sie die Pornos sehen, denken sie, boah, der hat ja immer eine Wahnsinnslatte, ja? Der hält wahnsinnig lang durch und besorgt der Frau. Ich schaffe das, glaube ich, nicht, denken die. Genau. Oder hoffentlich schaffe ich es und hoffentlich lässt er mich nicht im Stich. Wusstest du, dass Erektionen nicht durchgehend die gleiche Kraft haben? Das heißt, ab und zu erschlafft der Penis und dann wird er wieder härter. Und das wissen wenige. Und je älter man wird, desto mehr ist das Problem, dass er halt nicht dauernd steif ist. Ja, und wenn man dann nur den Sex aus Pornos kennt, dann denkt man, es ist mit einem nicht oder etwas nicht in Ordnung, gell? Ja, man hinterfragt sich, man denkt sich, oh Gott, ist mit mir alles in Ordnung? Und deswegen gibt es ja auch jetzt immer mehr Menschen, die in dem Bereich aufklären, was ich ja auch mache, aber es gibt auch noch andere Coaches oder Therapeutinnen, die da auch aufklären. Und das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil wenn ich mir überlege, dass schon sehr junge Menschen sich Pornos ansehen und so in die Welt hinausgeschickt werden in ihre Sexualität, dann graut's mir. Weil Sex ist so viel mehr, wie Geschlechtsteile ineinander stecken. Ja. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, die habe ich gerade vergessen.
Naja, also Die wie ist kommt das noch. denn genau, wie ist das denn bei Frauen? Frauen werden ja auch pornosüchtig. Das ist ja nicht nur die Männer, sind ja nicht nur die Männer heutzutage. Es gibt ja auch Frauen, gell? Wie wirkt sich das bei denen aus? Haben die dann auch eine Art Leistungsdruck oder? Ja. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich habe ja wahnsinnig viele Frauen bei mir, die wegen Orgasmusschwierigkeiten kommen. Die sagen dann, ja, Silber, bei der Selbstbefriedigung klappt das super, innerhalb von wenigen Minuten. Weißt du, wir haben ja auch tolle Spielzeuge, die das so schnell können. Das heißt, du musst dich nicht mehr selber mit deiner Vagina auseinandersetzen. Nicht mal die Hände benutzen. Nee, du nimmst einen Auflegevibrator oder nimmst den Womanizer, dieses Teil, was so eine Saugbewegung macht. Da hast du tolle Orgasmen und es geht innerhalb von wenigen Minuten. Und jetzt haben sie Sex mit einem Mann und kommen nicht und kommen nicht und kommen nicht. Das heißt, es ist Frust auf beiden Seiten. Die Frau, wieso kann ich mich nicht fallen lassen? Wieso geht das nicht? Und der Mann rackert sich einen ab und denkt sich, ah, wie lange denn noch? Übrigens, ein wichtiger Fakt: Frauen brauchen beim normalen Geschlechtsverkehr bis zu 20 Minuten, bis sie kommen können. Bis die Erregungskurve so weit oben ist, dass sie das Big O erreichen, den Orgasmus. Bei Männern geht es schneller, aber deswegen gibt es ja auch ein Vorspiel. Also du kannst dem ein bisschen nachhelfen, dass Frauen leichter zum Orgasmus kommen. Und da sehe ich eben auch das Problem, wenn Frauen sehr viel masturbieren mit Geräten, dass sie konditioniert sind, cool, das geht ja innerhalb von 5 Minuten, dann habe ich meinen Orgasmus, aber beim Sex komme ich nicht. Und es frustriert und es macht Druck. Und dann fragt sich jeder, bin ich nicht gut genug oder warum klappt das nicht bei mir? Und da gebe ich auch den Tipp, geht mal weg von den Helferlein und geht komplett zurück auf euch selbst. Macht's euch mit dem Finger, macht's über eure Gedanken, über eure Fantasie, stimuliert euch über eure Gedanken, erkundet euren Körper, streichelt dich, schau, was passiert da, was macht dir schöne Gefühle. Wir müssen komplett von diesen Konditionierungen weg, weil wir kein Gefühl mehr für unseren Körper haben. Und deswegen ist unser Sex auch so, soll ich sagen, Oberflächlich. langweilig, ohne Tiefe und ohne große Gefühle. Ja, Sex hat ja auch was mit Verbundenheit zu tun. Also, wenn man das jetzt mit einem anderen Menschen hat, also plötzlich, bevor man, also nachdem man die ganze Zeit nur Pornos geschaut hat, ist es ja was komplett Neues. Man teilt ja eigentlich etwas von sich mit Ja. dem anderen, da braucht man ja Vertrauen dann auch, ne? Ja. Jetzt muss ich aber eine kurze Lanze brechen für Pornos. Wenn du zum Beispiel eine langjährige Ehe führst und irgendwie ist die Lust so weg, dann können Pornos schon dafür sorgen, dass du mehr Lust hast. Also zusammen einen Porno zu schauen, kann schon dafür sorgen, dass du deinem Partner wieder oder Partnerin mehr begehrst und sagst, komm, lass es uns mal ausprobieren oder dass es halt stimuliert. Das ist gesunder Pornokonsum. Ab und zu mal. Aber nicht sich und seinen Körper und seine Abläufe vom Körper drauf konditionieren, dass ich die Pornos immer brauche, um überhaupt kommen zu können. Genau, das ist das Problem, ja. Konditionierung. Konditionierung, das ist das Stichwort. Also vor allem, gut, nicht nur bei mir. Ich denke, Sexualtherapeuten arbeiten da genauso. Die wissen das auch. Aber ich als Hypnose-Coach weiß, was Konditionierungen sind und ich weiß, wie bombenfest die sitzen. Und da Oh musst du ja. halt ein bisschen was dazu tun. Hypnose funktioniert auch nicht so. Also ich bin keine Magierin. Sonst wäre ich ja schon Millionärin. Ja, Also das es sind ja schon Hirnstrukturen, die auch fest sind, ne? Irgendwie. Ja, und da braucht es die Arbeit von beiden. Ja, und dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht, wenn man den Pornokonsum als Genuss dann sieht, der mal drin ist so, aber nicht, dass man es halt braucht.
Ja. Ja. Oder wenn man sich Lust holen möchte, kann man auch erotische Geschichten hören. Es gibt ja schon so viele Portale, wo man sowas anhören kann. Oder viele Frauen lesen doch diese erotischen Romane und merken dann, oh, da tut sich ja was. Fantasie ist so wichtig. Und das haben wir verlernt, wir Erwachsenen. Wir sind so konditioniert auf mechanische Abläufe, dass wir Pornos als mechanischen Ablauf sehen, damit wir einen Orgasmus haben können. Ja, Wahnsinn. Du hast vorhin einmal NLP angesprochen. Was ist das genau? Also ist das. NLP ist neurolinguistische Programmierung, kommt eigentlich aus dem Verkauf. Also es haben Verkäufer gelernt, um Kunden eine Waschmaschine anzudrehen, obwohl sie schon eine haben. So ungefähr. Also, es wird ganz fies beschrieben, manchmal als Manipulationstechnik, aber du kannst über Sprache und über Ankern und über die Wahrnehmung, wenn du Menschen gut lesen kannst, kannst du die wahnsinnig gut in deine Richtung manipulieren. Zum Beispiel der Walt Disney, der hatte auch einen Anker. Der hat seine Geschichten immer an einem bestimmten Platz geschrieben oder sich fantasiert, was er als nächstes drehen möchte. Also Bücher hat er ja geschrieben und Filme gemacht und so weiter. Er hatte einen bestimmten Platz, da war er kreativ. Der Kreativitätsanker quasi. Und du kannst immer wieder, wenn du jetzt zum Beispiel lernst, setz dich an einen Platz, wo dein Gehirn weiß, ah, da lerne ich gut, da lerne ich viel und da habe ich zum Beispiel, wenn ich da gelernt habe, habe ich gute Noten geschrieben. Das hat sich dein Gehirn gemerkt. Setz dich immer wieder dahin. Und wenn man zum Beispiel Selbstbefriedigung macht, viele machen das entweder, keine Ahnung, wo hast du es gemacht? Im Zimmer auf dem Bürostuhl meistens. Genau, das machen viele junge Männer. Die sitzen auf dem Bürostuhl oder zocken und dann gucken sie Pornos. Frauen legen sich zum Beispiel ins Bett oder auf die Couch oder unter der Dusche oder in der Badewanne. Ich glaube, Frauen sind kreativer, kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall verändere diese Anker. Und jetzt wisst ihr alle, was Bodenanker oder Platzanker sind. Und wenn ihr das schon mal verändert, werdet ihr merken, da ändert sich auch was in eurer Wahrnehmung. Da geht es vielleicht gar nicht mehr so gut oder da habe ich gerade irgendwie andere Gedanken. Ja, okay. Also es kann sein, dass man dann auch getriggert wird, wenn man einfach normal sich nochmal auf diesen Stuhl setzt und Ja, dann, okay. genau. Das ist dein Spannend. Masturbationsanker. Wenn du weißt, okay, Bürostuhl oder wenn ich dann noch den Porno dazu anmache, das ist eine Konditionierung, dann weißt du, okay, jetzt geht es um Masturbation. Sorry, wenn ich jetzt so klar strukturiert bin, aber ich versuche euch allen klar zu machen, wie unser Gehirn funktioniert. Und es funktioniert nach ganz klaren Strukturen. Und indem man das versteht, kann man was verändern. Ja, für viele ist ja dann auch hier Instagram schon ein Problem, ne? Die versuchen, also Leute, die versuchen wegzukommen von den Pornos, dann sehen die auf Instagram irgendwie ein schlüpfriges Bild und sind direkt wieder getriggert und kehren zurück zum Pornokonsum. Ja. Ja. Ja, unser Gehirn ist schon spannend, also eigentlich sehr sinnvoll, wie das funktioniert und also richtig gut, aber man muss es halt richtig nutzen dann auch. Vor allem du musst es verstehen. Weil Genau. wenn du die Abläufe verstehst, dann kannst du so viel mehr rausholen und verändern. Du kannst selber an dir arbeiten. Wenn du alles verstehst, wenn du bewusst bist, kannst du alles in deinem Leben verändern. Wir sind halt leider sehr viel auf Autopilot, sage ich immer. Unser Unterbewusstsein ist sehr stark. Ich habe das mal anhand eines Eisbergsmodells gezeigt. Nur die Spitze, die rausschaut, ist unser Bewusstsein. Und alles, was drunter liegt vom Eisberg, unter der Wasseroberfläche, das ist unser Unterbewusstsein. Und das hat ungefähr 90 oder 95%. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn wir mal verstehen, wie es funktioniert,
wie wir es beeinflussen, wie wir es selber beeinflussen können, dann haben wir die Macht. Dann sind wir wieder handlungsfähig. Dann können wir selber was verändern. Und das ist mein Job als Hypnotiseurin, jedem Klienten zu zeigen, wie er selber wieder die Macht über sich bekommt und nicht weiter auf Autopilot läuft. Ich bin sowas wie eine Fahrlehrerin fürs Unterbewusste. Ja, wieder in die Verantwortung kommen. Genau, richtig. Ja. Ja, ich habe mich schon fremdgesteuert gefühlt. Teilweise. Also man hat echt keine Kontrolle darüber, sondern muss es erst lernen. Ja. Innere Kindheilung ist ja auch ein Thema bei dir. Kann das helfen bei Pornosucht? Ich habe jetzt schon viel darüber gehört. Auch ein Buch, gibt es ja auch ein Buch darüber, sehr bekanntes. Und viele nutzen das, um von ihrer Sucht wegzukommen, ihr inneres Kind zu heilen. Kannst du darüber was mehr erzählen? Dazu sagen? Kannst du kurz mehr dazu sagen? Also ja, es gibt ja mehrere Anteile also man hat irgendwie unterschiedliche Anteile in seinem System, sage ich mal. Und einige Anteile suchen sich dann einen Ersatz für vielleicht mangelnde Liebe in der Erziehung oder so. Mhm. Und die Löcher werden dann gestopft, zum Beispiel mit Süchten. Und wenn man jetzt da ansetzt, genau an diesem Anteil und das heilt und dem gibt, was es eigentlich braucht, Aufmerksamkeit zum Beispiel, ja, dann kann es helfen, die Sucht loszuwerden. Ja, genau. Das okay, mache ich cool. Auch in Trance, also mit Trance-Arbeit. Ach, Wahnsinn. Wir schauen dahin, ins Unbewusste, und da kommen richtig, richtig viele Sachen hoch, die man so gar nicht mehr bewusst weiß oder die man verdrängt hat. Mhm. Okay. Weil ganz wichtig zu verstehen, unsere Emotionen, unsere Gefühle finden den Ausdruck im Körper. Ja. Mhm. Und wenn man versteht, was wir alles wegdrücken, welche Emotionen wir wegdrücken, das zeigt sich dann körperlich. Und Süchte, also wenn du zu Süchten neigst, Alkohol, Drogen oder eben Pornosucht, geben dir in dem Moment ja etwas, was dir ein High gibt, also ein gutes Gefühl. Mhm. Das, was dir ja in diesen Momenten gefehlt hat. Mhm. Also ich bin jetzt kein absoluter Suchtexperte. Ich kann auch damit jetzt nicht rausgehen und sagen, ich befreie euch von allen Süchten. Das ist eine richtige Grauzone mit der Sucht in meinem Bereich als Hypnose-Coach. Aber Therapeuten, die darauf spezialisiert sind, mit ganz schweren Süchten zu arbeiten, mhm, die machen sehr viel innere Kindarbeit. Ich würde es jetzt nicht so nennen, sondern ich gehe an die Konditionierungen und man sieht dann schon, dass die ganz tief liegen in der Kindheit. Aber ich bezeichne es nicht so als innere Kindarbeit, sondern als Konditionierungen auflösen, die eben in der Kindheit schon entstanden sind. Mhm. Mhm. Ja. Ja, so war das bei mir nämlich auch. Also das hat in jungen Jahren angefangen und das realisiert man gar nicht so wirklich, dass man sich da gerade irgendwie, irgendwie Ersatz holt für etwas, was einem gefehlt hat in der Kindheit. Ja. Ja, und wenn einem das bewusst wird schon mal, ist das auch schon mal ein sehr großer Schritt. Das stimmt. Und durch was hast du es ersetzen können? Also ich habe wirklich erstmal erkannt, wie wichtig Liebe überhaupt ist im Leben. Für mich selbst auch. Und dann geht man besser mit sich um und lernt langsam, was einem gut tut und was nicht. Ja, sehr schön. Genau. Ja, und die aufrecht zu halten, wenn die erstmal, also wenn man es in der Kindheit nicht gelernt hat, quasi gut mit sich umzugehen und das dann, wenn man älter ist, aufrecht zu erhalten, das ist große Arbeit, also viel Arbeit steckt dahinter. Sich dem immer wieder bewusst werden. Ja,
Ja, ich fand das Gespräch sehr schön. Hast du irgendwie noch einen Schlusstipp? Ja, Ja, oder? ich würde eins sagen wollen. Mhm. Man kann, egal was für Süchte man hat oder egal mit welchen Konditionierungen man sich gerade herumschlägt, Bewusstsein ist das Schlüsselwort. Werdet euch bewusst. Nehmt euch wahr mit allen Sinnen, sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, um eben diese Konditionierung langsam aufzulösen. Und wenn man dann Hilfe braucht, sucht euch Hilfe von Menschen, die sich damit auskennen. Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Ja, es hilft erst, also mir hat es sehr geholfen, als ich überhaupt erst mal darüber gesprochen habe. Das nimmt einen richtig viel Belastung ab und Ja. ist der Anfang der Heilung auf jeden Fall. Ich konnte zum Glück mit meiner Freundin darüber sprechen. Ich hatte das Glück, so eine tolle Freundin zu finden. Und aber man kann auch mit Therapeuten dann sofort sprechen. Also solange man weiß, dass es Menschen sind, die einen verstehen und wo man sich sicher fühlt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ja. Ja. Cool. Vielen Dank. Ich glaube, mehr Fragen habe ich jetzt gerade noch nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, ich Cool. habe alle wichtigen Sachen erwähnt, die es so aus meinem Bereich gibt zum Thema Ja. Kornsucht. Ja, es war sehr interessant. Cool. Danke dir. Dann einen schönen Tag noch. Danke dir auch. Ciao. Ciao.